Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Super Mario Bros. Wonder weiter. Wir befinden uns in Welt 2. Wir haben uns dazu entschieden, mit Peach unterwegs zu sein. Ich habe mich auch dazu entschieden, erstmal das Ausrufezeichenblock Stärkungsabzeichen wieder abzugeben und stattdessen vielleicht dauerhaft den Delfinkick anzulegen. Ja, ich glaube erstmal schon. Das ist unter Wasser schon ganz cool, wenn man das hat, und der Rest ist so, ja, nee, das sparen wir uns vielleicht mal für irgendwann auf, beziehungsweise wenn es eindeutig ist, dass wir vielleicht mal ein anderes Abzeichen brauchen, aber so für den Moment ist es dann, glaube ich, erstmal okay. So, was haben wir alles gemacht? Das haben wir schon gemacht, das haben wir schon gemacht, das hier haben wir noch nicht gemacht. Abzeichentest, Klimmsprung 2. Na gut, okay, da werden wir jetzt sowieso wieder direkt das Abzeichen wechseln. Genau, denn jetzt brauchen wir ja wieder den ollen Klimmsprung. Schwierigkeit 4. Springe gegen eine Wand und drücke dann B. Yo. Wir kennen es, wir lieben es. Und wir werden sehen. Wir werden sehen, was sich jetzt hier so hinter verbirgt. Beziehungsweise was wir jetzt hier so machen müssen. Moment. Einmal so und dann hier hoch. Okay, das ist easy. Das wiederum ist nicht easy. Wie ist das hier gemeint? Na, theoretisch so, ne? Ja, theoretisch so. Und dann könnte man theoretisch auch an die Mütze rankommen. Das wäre irgendwie von der Sache her möglich. Kann ich nicht auch... Wow, ja, ich kann auch ganz... einfach einen kleinen Sprung machen, dann ist das doch auch alles kein Problem. So, ich habe mich ein bisschen mittlerweile arrangiert mit... Wie ist denn das hier alles aufgebaut? Okay. Ich habe mich ein bisschen arrangiert mittlerweile mit ihrem Sprungsound. Ich habe das jetzt... Zwischenzeitlich hatte ich jetzt auch mal die Gelegenheit, bei jemand anderem reinzugucken, wie er das erste Mal Super Mario Bros. Wonder spielt. Und da wurde das einfach kommentarlos hingenommen. Deswegen habe ich jetzt mich dazu entschlossen, das auch einfach jetzt in einem folgenden kommentarlos hinzunehmen. Es passt schon. So. Oh, ja, toll. Direkt in die falsche Richtung rübergegangen. Wie ist denn das hier gemeint? Ist schon so gemeint, ne? Genau, ja. Und dann ist das auch relativ easy. So, und dann machen wir noch so. Können noch die Münze einsammeln. Schick. Ja, ich habe auch an mich geglaubt. Ich habe auch an die Goldfahne geglaubt. Und damit haben wir diesen Level abgeschlossen. Okay, das war ein wunderbarer Einstieg. Ist ein neuer Aufnahmetag für mich. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen reinkommen. Ist noch nicht so lange her, da habe ich quasi gefrühstückt. So, und jetzt... Es ist kurz vor 15 Uhr. Hey, heute ist mein freier Tag, also ich darf das. Und jetzt und im Folgenden will ich ein bisschen das Spiel hier spielen. Dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Nein. Aber trotzdem danke. So, das hat wunderbar funktioniert. Suchtrupp, Rätsel der Verstecke. Was ist das jetzt wieder? Es gibt besondere Blöcke, die nur Peach sehen kann? Was? Was ist damit gemeint? Finde alle versteckten Wundermarken. Wenn du sie allein nicht findest, suche zusammen mit Freunden. Ja, hallo? Ja? Wenn du sie allein nicht findest, suche mit Freunden. Ja, hallo? Moment. Okay, ja, das sind Blöcke, die Peach sieht. Das sind Blöcke, die... Aha, die Mopsy sieht. Die Yoshi sieht. Gut, und jetzt gibt es haufenweise dieser Blöcke irgendwo in dieser Welt, ja? Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich sehe ich das richtig. Ich kann hier sogar reingehen. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Und komme irgendwo hier hinten raus. Das war jetzt schon die dritte. Aber das muss nicht unbedingt was heißen. Warum ist die Kamera hier so? Genau. Weil wir dort auf der rechten Seite ja auch schon direkt wieder einen gesehen haben. Moment, irgendwie kommt man dort hoch. Die sehr interessante Frage ist jetzt nur, wie. Hier werden auch wieder irgendwo versteckte Blöcke sein.
Ist das jetzt aber... Tja. Das ist jetzt die Frage, ne? Moment. So nicht. Wir müssten doch eigentlich direkt schon irgendwo Blöcke sein, damit es überhaupt funktioniert. Ist hier ein Geheimnis? Aha. Das war zu offensichtlich. Das ist schick. Das ist die vierte. Ich mache mir jetzt gerade Sorgen, dass wir tatsächlich die eine dort oben irgendwie nicht bekommen werden. Moment. Hier in die Röhre, das ist bestimmt der Levelausgang. Ist hier in den anderen Röhren noch irgendetwas? Nee. Ja, ich würde gerne, bevor ich die eine Röhre ausprobiere, ja eigentlich gerne das da oben haben wollen. Aber warum klappt das nicht? Ich will doch nur die ollen Kaizo-Blöcke finden. Also hier werden doch Blöcke sein, oder nicht? Sind hier keine Blöcke? Soll ich das eigentlich anders machen? Aber wie soll ich denn das dann machen? Gibt doch keine Möglichkeit für mich. Ich gehe nochmal hier rein. Aber dort im Hintergrund war doch keine Möglichkeit für mich, irgendwie hier... irgendwas zu bewerkstelligen. Dieser Block hier irritiert mich so. Warum ist hier so ein Block? Wie ist das denn gemeint? Ich kann hier nicht rüberspringen? Nee, die Möglichkeit habe ich nicht. Wie komme ich an diesen Block ran? Man sollte dann ja annehmen, wenn der Block da ist. Also meine Vermutung wäre halt gewesen, dass hier dann damit irgendwo eine Ranke halt ist. Also, Moment, könnt ihr auch theoretisch... Aha, ja genau. Sowas in der Art nämlich habe ich gesucht. Okay, sehr schön. Ist aber trotzdem die zweite Münze, die fehlt. Warum die zweite? Hä? Das ist weird. Kann ich hier weiter nach oben? Nee. Gehe ich jetzt dort unten? Ich gehe in die Röhre rein. Also, sofern das tatsächlich funktioniert. Nee, es geht nämlich gar nicht. Ach, das ist ja lustig. Okay. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, Leute. Wo ist denn dann jetzt das letzte Geheimnis hier? Wer sucht, der findet, ne? Ich meine, Alternative wäre... Was habe ich denn jetzt alles? Also Mopsy, Prinzessin, Yoshi... Luigi hatten wir dort hinten gesehen... Es könnte theoretisch von Vorteil also mal sein, mit Mario oder den Toads hier in den Level nochmal reinzugehen, um zu schauen, ob wir dann dementsprechend jetzt was anderes sehen und finden. Weil so allein nutzt mir das jetzt alles natürlich rein gar nichts. Aber es gibt auch gar keinen, es gibt nicht mal einen Levelausgang oder so, sondern die gehen einfach davon aus, dass man dann hier schon alles irgendwie finden wird. Ja, ich glaube, wir müssen das jetzt so machen, weil... Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass ich hier ansonsten irgendetwas Bahnbrechendes finden werde? Also, das ist doch eher... relativ unwahrscheinlich. Moment. Level verlassen. Okay. Wir wissen ja jetzt, wo die anderen Sachen sind. Also, dann gehen wir jetzt mit Mario dort rein. Und eventuell sehen wir irgendetwas Tolles. Vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, Alternative wäre sonst nur... Alternative wäre sonst nur, das Ganze mit den Toads zu machen. Gibt es da eigentlich nochmal einen Unterschied? Nee, oder? Also weil das hier gelbe Yoshi-Eier sind, hätten die Dinger jetzt zum Beispiel auch nur die gelben Yoshis sehen können? Oder hätten generell alle Yoshis das sehen können? Ich bin mir diesbezüglich unsicher. Warum habe ich jetzt hier eigentlich den ersten nicht gefunden? Hätte der erste jetzt nicht hier sein müssen, theoretisch? Ach so, der ist nur in einem... Oh Gott, der ist nur in einem bestimmten Block drin. Wie fies ist das denn, bitteschön? Ja gut, das erklärt vielleicht auch so manches.
Warum sind die zwei Münzen hier? Bringt auch nichts. Hier sind keine Mario-Blöcke in diesem Level. Nichts, was er finden kann. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Kann noch mal kurz hier unten hingucken. Aber... nö. Hier scheint generell irgendwie nichts zu sein. Level verlassen. Sind solche Level eigentlich dafür gedacht, dass du die online spielst? Vielleicht. Beziehungsweise halt im Mehrspielermodus. Irgendwie ein seltsames Konzept. So. Gehen wir als Toad hier rein. Als blauer Toad. Ich müsste theoretisch das jetzt mal als gelber Yoshi dann mal probieren. Beziehungsweise als andersfarbiger Yoshi probieren. Und gucken, ob ich da den ollen Block sehe oder nicht. So. Ja, hallo. Okay. Vor allem, in welchem Abstand sieht man die Blöcke? Man sieht die ja auch nicht sofort, ne? Man muss ja erstmal ein bisschen überhaupt rangehen, damit das Ganze funktioniert. Ist hier irgendetwas? Ich bin auch der Meinung, dass ich schon überall eigentlich oft genug nach oben gesprungen bin, sodass ich definitiv etwas hätte finden müssen. Dass ich jetzt hier nichts finde, macht mich ein kleines bisschen fuchsig. Die Reihenfolge ist ja eigentlich auch ein guter Indikator. Also theoretisch... was ich mir halt vorstellen kann, dass die zweite Münze oder die uns fehlt, hier oben drüber ist. Über der Goldröhre. Auf der Plattform. Müsst ihr eigentlich. Weil so viel andere Verstecke hast du ja in dem Level nicht. Aber... wie dorthin kommen? Na gut, theoretisch noch mit dem Abzeichen, ne, dass man weiter nach oben kommen kann. Dann könnte man... ja, vielleicht... aber irgendwie auch nicht. Oh, das ist irgendwie doof. Level verlassen. Ich will alles haben, Mann. Komm schon. Charaktere. Also, wir nehmen dann jetzt mal den hellblauen Yoshi. Einfach so aus Prinzip. Dann haben wir ihn auch mal gesehen. Abzeichen, genau. Wir nehmen jetzt mal den Klimmsprung. Und hoffen auf das Beste. Suchtrupp. Ja, hallo. Ja, hallo. Genau. Sind nämlich nicht zu sehen. Die sind wirklich nur für den gelben Yoshi zu sehen. Wollte mich veralbern. Eieiei. Okay, so. Ich wollte gerade mit Yoshi einen Flatterflug machen, aber macht er nicht. Doch, Moment, macht er. Okay. Aber... er macht er nur einmal und dann ist auch schon wieder Schicht im Schacht. Schade aber auch. Ich verstehe es gerade nicht. Da kannst du als Einzelspieler nur jeden einzelnen Charakter durchprobieren. Bis du dann zufälligerweise mal den richtigen gefunden hast. Was ist denn das für ein deppertes Suchspiel? Ja, finde ich jetzt gerade nicht so prall. Moment, komme ich von hier aus? Hier hoch genug? Nee, Moment. Aber eigentlich... sah das nicht auch eben gerade noch ein bisschen anders hier aus? Ja, genau, Moment. So ist der Bildschirm jetzt korrekt nach oben gescrollt. Hier
kann man nichts weitermachen, denke ich mal. So, jetzt ist der Bildschirm nach oben gescrollt. Aber ich komme nicht ganz dorthin. Es ist auch... Es ist bestimmt nicht richtig, ne. Ach, sonst würde man da irgendwas sehen oder so. Ja, ich weiß nicht, Leute. Okay, jetzt kann ich nochmal hier ausprobieren. Wenn ich hier nach oben gehe und dann versuchen, auf den... auf dem Block da irgendwie zu springen. Ich finde das irgendwie faszinierend, wie rot Yoshis Nase wird bei seinem Versuch, den Flatterflug über die Bühne zu bringen. So, jetzt bin ich hier oben drauf. Kameraperspektive fährt leider nicht mit. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht. Das ist gerade ein wenig frustrierend. So kommen wir hier nicht weiter. So können wir hier einfach wieder rausgehen. Blödes Versteck. Ganz blöde. Gefällt mir überhaupt gar nicht. So. Peach. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss es mit anderen Charakteren noch durchprobieren, aber das ist jetzt so ein bisschen... Naja. Oder mache ich es jetzt doch nochmal? Ach, keine Ahnung. Mann, das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen. Okay, mit Mario haben wir nichts gefunden. Mit Daisy vielleicht? Whatever. Es gibt besondere Blöcke, die nur Daisy sehen kann. Ja, das habe ich schon verstanden. Glaube ich, denke ich. Finde alle versteckten Wundermarken. Oder ich aktiviere für diese Level dann halt doch mal den Online-Modus. Ist natürlich auch die Frage, ob ich dann überhaupt Leute finde, die dann das Level auch zusammen mit mir spielen. Und ob ich hier dann irgendwie, aber... Nee. Moment, nee, Quatsch. Ach, das war nur das Pilzgeräusch. Hier ist nichts weiter. Ach, das ist alles Schwachsinn. Das ist alles Schwachsinn. Nee, keine Ahnung. Whatever. Ich weiß es nicht. Ja, gucken wir uns vielleicht dann mal irgendwann im Online-Modus an, aber nicht jetzt. Ich finde es gerade... Also, okay, ich verstehe den Koop-Gedanken dahinter, ne? Ist ganz nett, aber das eigentlich brauche ich das jetzt gerade nicht. Das brauche ich nicht in meinem Mario-Abenteuer. Die dumm. Angriff der Spießeriche. Mehr aggressive Vögel. Wenn das Abzeichen Belohnungsmünze angelegt ist und die Gegner besiegst, erhältst du Münzen. Das weiß ich. So, was macht ihr? Wahrscheinlich macht ihr alles kaputt. Genau. Ah, guck mal. Ach. Ja, im Endeffekt, ihr macht jetzt genau das, was diese komischen Vögel aus Mario Odyssey machen. Upsala. Gib mir bitte ein bisschen Feuerpower. Boing. Ja, ein bisschen haben sie es auf mich abgesehen, aber ich glaube, es ist verhältnismäßig einfach, ihnen auszuweichen. Ob das da unten ein Geheimnis ist? Ich hoffe mal nicht, ich denke mal nicht. Irgendwie wäre man bestimmt dort hingekommen in der Theorie. In der Praxis weiß ich leider nicht wie. Oder? Dort nach oben? Wofür sonst ist die Plattform dann da? Naja. Erstmal weitergehen. So, was ist mit dir? Du bist immer in die erste Münze. Eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Oh, ich glaube, das ist gut. Ja. Ah, okay. Sehr gut. Geheimnis, Geheimnis? Ja, kleines Geheimnis, ne? Bringt mich wieder in eine Bonusebene. Über den Wolken. Ja, hallo. Und schnell. Hoppsala. Oh ja. Geschafft! Dass das funktioniert hat. Erstaunlich. Und Checkpoint. Ach so.
Da waren wir ja schon in der Nähe des Checkpoints. Aktivier das mal für mich. Dankeschön. Und ja, das hätte man cooler machen können. Oh, du lieber Cooper. Dass die ihren Gesichtsausdruck verändern, ne? Wenn die mich sehen. Das ist irgendwie süß. Oh, ja. Ich würde gern diesen Block hier aktivieren. Dankeschön. Danke für das nette kleine Extra-Leben. Hopsala. Einfach mal runterjagen. Jo. Was soll's, ne? Huhi. Ha. Huh. Gott. Okay. Das hier unten links sieht auch schon wieder so verführerisch aus, als ob da was wäre. Hier könnte eigentlich in fast jeder Grube irgendwas sein. Aber ob da tatsächlich was ist... Yeah. Ja, ja, ich habe da oben zumindest das Ding schon gesehen. Also ich weiß so ungefähr, was du von mir willst, Spiel. Aber auch nur so ungefähr. So. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Oh, was zur Hölle? Cool, auf einmal verändert sich die Perspektive. Das gab's doch auch schon, war das nicht Super Mario 3D Land oder von mir aus auch 3D World, wo ab und zu diese Level so waren? Hatte dann ein bisschen was von einem Zelda-Abenteuer plötzlich, was die Perspektive angeht. Aber ich glaube, das kann man jetzt hier nur so machen. Ja. Dupdi-dupdi-du. Yo. Bitte mache den Weg frei. Dankeschön. Man konnte sich jetzt nur auf diesem dunkelblauen Hintergrund bewegen, ne? Nur deswegen hat es so... Ansonsten wäre ich wahrscheinlich runtergefallen. Ja, das wird sehr wahrscheinlich so gewesen sein. Oh, armer kleiner Vogel. Kannst du bitte nochmal hier durchpieksen? Ja. Danke. Bringt rein gar nichts. Aber sah zumindest nett aus. So, und jetzt ganz schnell. Schnupp, 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 schnupp. Schnupp, schnupp, schnupp. Wow, okay. Yay. Wäre diese goldene Röhre noch für irgendwas gewesen? Keine Ahnung. Es sind erstaunlich viele goldene Röhren in letzter Zeit hier da gewesen, in die man allesamt nicht reingehen konnte. Düp, düp. Okay. Peach freut sich. Ich freue mich auch. Wenigstens einen halbwegs normalen Level hier geschafft. So, nachdem wir das Hindernis jetzt beseitigt haben, bist du jetzt glücklich und froh? Der Weg ist frei. Ups, ich wollte doch meine Stimme schonen, damit ich später noch vom Gipfel ins Tal rufen kann. Ich danke euch für all eure Mühen. Ich werde mich noch etwas länger an dem tollen Ausblick hier satt sehen und dann weiter bergauf wandern. Ja, dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Die Hälfte geschafft. Egal wie viel Schnee, wir haben immer geöffnet. Nichts ist uns wichtiger, als dass all unsere Kunden aufblühen. Ja, und zeig mal her, was hast du denn? Ein Wundersamen, den kaufen wir. Leben brauche ich nicht. Einen zufälligen Aufsteller. Jo. Schnappen wir uns einfach mal einen. Den blauen Feuertoad. Komm, noch einen. Hier, was soll der Geiz? Gelber Yoshi, schade. Und noch ein roter Yoshi schwimmend. Schön. So, das haben wir dann alles. Dupdi-dupdi-du. Komm gern jederzeit wieder. Na klar. Ob später irgendwelche Abzeichen nochmal besonders teuer werden oder so? Ach. Was denn? Was mache ich denn nur? Hä? Oh, kann man auf dem Weg, der hierher führt, wieder wandern? Da bin ich aber erleichtert. Er wurde nämlich blockiert, als ich gerade hier angekommen war. Seitdem sitze ich hier fest. Und der Weg weiter nach oben ist auch blockiert. Das ist echt der Gipfel. Apropos Gipfel, wäre echt schön, wenn man da wieder hinkäme. Vielleicht sollte ich den Ausflug zum Gipfel einfach aufgeben. Ja, nee, ach komm. Das letzte Stückchen schaffst du doch mit Sicherheit auch noch. Da bin ich doch relativ sicher. Von Pfahl zu Pfahl. Haben wir noch irgendwas Kleines hier, was wir machen können? Die Kampfparty. Hier, komm. Wir machen noch eine kleine Wölkchenarena hinterher. Nachdem ich so enttäuscht wurde von dieser komischen Suchaktion in dem einen Level, machen wir jetzt erstmal etwas, was wir doch bestimmt relativ gescheit hinter uns bringen können.
Ach, guck mal, jetzt hat man auch die Bubbel, die Blasenfähigkeit. Das ist ja süß. Haben wir eigentlich Elefanten-Pete schon gesehen? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Wow. Süß. Elefanten-Pete, natürlich. Gut. Also, auf geht's. Noch 8. Was sind das für komische Blöcke hier? Düp, düp, düp. Kann ich dich... Ja, ja. Das funktioniert alles erstaunlich einfach. Oh. Ach, so ist das gemeint. Okay, ja. Ich glaube, ich sollte mich auch noch ein bisschen beeilen, ne? Wer weiß, wie viel Spielraum ich hier überhaupt habe. Das waren die bösen Wolken. Jetzt kommen die... Vögel? Soll man das so machen? Stellt mir gerade die Frage. Hopsala. Wahrscheinlich eher nicht. 1, 2, 3. Und... Wahrscheinlich sollte man eigentlich einmal ganz schnell nach links durchrennen. Und dann von der linken Seite wieder nach rechts zurück. Damit man dann auf die ganzen Vögel drauf springen kann. So, noch 5. Ja, das ist nicht gut. Ich möchte mir gerne ein kleines Power-Up gönnen. Hoppsala. Damit hier nichts schief läuft. Okay. So. Alle Hammerbrüder besiegt. Schnell in die Röhre. Und wir haben es geschafft. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Ja. Haben sogar noch über 10 Sekunden Zeit. Da, 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 da. Wundersam erhalten. Okay. Wundersamerweise den Wundersamen noch abgestaubt. Das ist schön, das ist toll. Kleine süße Kampfarena, du bist Geschichte. Okay, beim nächsten Mal machen wir hier weiter mit dem normalen Level. Und dann werden wir mal schauen, was da dann für Herausforderungen noch auf uns warten werden. Ja, was haltet ihr von dem komischen Suchlevel, das ich ja vorhin gesehen habe? Kamt ihr da gut zurecht, als ihr das gespielt habt oder nicht? Weiß nicht, ich finde das, wie gesagt, ein bisschen... Insbesondere, wenn man halt alleine unterwegs ist, ist es irgendwie strange und doof. Dass ich jetzt quasi dazu gezwungen werde, immer zwischen Charakteren zu wechseln, beziehungsweise gezwungen werde, in Online-Modus zu wechseln, um das zu schaffen, ist halt so ein bisschen, naja. Gut, aber whatever. Soll uns nicht die Laune trüben. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein. Und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.